Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen robotertastischen Folge Atomic Heart auf der PlayStation 5. Ja, wir machen jetzt hier weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ja, wir machen jetzt einmal hier durch diesen Gang hindurch. Was haben wir denn hier? Ach, hier, an dem Ventil müssen wir drehen. Oder? Ne, das müssen wir mitnehmen. Ah, das brauche ich dann dort vorne, alles klar. Gut, bevor wir auch dort lang gehen, möchte ich mal gucken, gibt es hier noch irgendwas? Ich kann hier nicht rein, zufällig hoch. Nee, das geht nicht, das wäre auch komisch gewesen. Aber hier hinten liegt scheinbar noch was rum, oder? Mal ganz kurz gucken, nochmal scannen. Ja, hier. Das kommt mit mir mit. Ah, nee, war ein Sammelobjekt. Okay. Trotzdem, ich freue mich über alles, was man mitnehmen kann. So, jetzt einmal das hier aufmachen, Ventil anbringen und drehen. Und mal sehen, wer da drin ist. Was zur Hölle? Halt durch, komm! Halt durch, halt durch! Na super, dem konnten wir nicht mehr helfen. Gar nicht gut, aber ich sehe schon unser Ziel. Ja, da hinten zeigt es mir etwas an. Das ist wahrscheinlich ein Roboter. Wir gucken uns auf jeden Fall überall gründlich mal mit um. Was haben wir hier? Sichere Gebiete. Pausenräume sind die sicheren Zonen des Spiels. Okay, dort kann man speichern. Interessant. Wo denn? Hier in dieser Station, oder? Ja. Speichere Daten. Und was haben wir hier? Hier gibt es Beute drin. Ah, okay. Ja, hätte ja sein können, dass es hier vielleicht auch sowas gibt wie Lagertruhen, wo man dann beispielsweise Sachen von sich einlagern kann und so. Hätte ja gut sein können, dass es sowas in der Richtung auch hier gibt. So, gibt es hier sonst noch was in dem Räumchen? Mal ganz kurz scannen. Ne, scannen geht hier gar nicht, wenn ich das jetzt gerade versuche. Okay. Und die Maschinen erhoben sich aus der Asche. Na hallöchen, meine Maschine. Ich grüße Sie. So, immer schön ausweichen. Jawohl. Das Gameplay macht Spaß. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich habe gerade viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? So, einmal. Einmal alles hier mitnehmen. An die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. So. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. So, wir haben jetzt endgültig alles eingetütet hier. Sehr schön. Das sind jetzt alles unsere Materialien hier. Und hier hinten geht es scheinbar auch schon wieder weiter. Ah, so viel zu erkunden. Das merke ich jetzt schon. Dort hinten werden wir auf jeden Fall schon erwartet. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Anschleichen, okay. Gut, Roboter, bitte dich umdrehen und zack. Nimm das. Ah, na super. Ich dachte, ich muss den Kreis halten. Aber ich hätte etwas schnell hintereinander drücken müssen jedes Mal. Okay, alles klar. Das nächste Mal weiß ich dann überhaupt Bescheid. So, und irgendwie gefällt mir diese Loot-Mechanik. Ja. Du einfach alles so rausziehst hier aus den ganzen Schrankfächern und so weiter. Ey, das ist wirklich schick. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich will gerade zu jedem Fach hier einzeln hinlaufen und looten, aber nee, muss ich hier nicht. Hier gehe ich einfach nah ran.
Naja, so Büschen daran und dann sauge ich das einfach nur so auf. Ist echt toll. So, auf euch hauen wir mal drauf. Kann da irgendwie Loot rauskommen? Ne, scheint nicht so. Sorry fürs Zerlegen. Das tut mir sehr leid. Hey, Handschuh. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Ey, das Spiel gefällt mir gerade richtig gut hier, auch mit diesen Schlösserknacken und so. Irgendwie macht es Laune. Aber ich muss auch so sagen, es erinnert mich an ein anderes Spiel sehr stark. Vor allem mit der Nahkampfwaffe hier. Ich muss gestehen, ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich Dead Island spielen würde. Das ist so mein Empfinden gerade. Und das meine ich gar nicht im Negativen. Das meine ich sogar eher sehr positiv, weil wer mich kennt, der weiß, Dead Island ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber jedenfalls so fühle ich mich halt gerade hier mit der Axt da an. Ey, das macht schon Bock auf jeden Fall. Hi! Komm, geht der plötzlich her, Alter? Alter! Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken? Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten. Aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Kann ich hier oben durch? Bin ich so schmal? Ja, ich bin so schmal. Okay. Ich passe hier rein. So, wie machen wir hier lang? Halt, ich will mal ganz kurz scannen, das Gelände hier. Innen habe ich nichts übersehen, oder? Ja, aber ich muss eh gleich nochmal dort nach links. So viel steht fest. Wo bin ich denn jetzt? Hier, ah, okay. Was haben wir hier? Ach, das sind Patronen für eine Schrotflinte. Schön. Und hier haben wir noch mehr Zimmer schon. Also man kann auf jeden Fall jede Menge looten in diesem Spiel. Also das merke ich schon mal. Es gibt halt wirklich gefühlt an jeder Ecke gerade hier Beute. So, ich muss noch hier hingucken. Was haben wir hier? Ach, das ist auch nochmal so ein Ding wie eben hier. Hier haben wir solche Befehle von den unterschiedlichen Leuten und so. Alles klar. Ich will halt gerade nichts verpassen. So geht's mir halt hier gerade. Haben wir hier? Ach, wieder sowas. Ja, man kann hier überall die jeweiligen Befehle von diesen unterschiedlichen Leuten lesen. Hier. Was ist das? Ach, wieder sowas. Das nehmen wir mit. So. Sehr schön. Gut, jetzt sollte ich dann eigentlich hier alles soweit durchsucht haben. Und dann können wir auch dann dort vorne weiter lang machen. Halt, irgendwas ist mit diesem Schrank noch. Ach, da unten. Die unteren Fächer haben wir noch gefällt, sie an. Sehr gut. So, jetzt gucken wir hier. Oma Sina. Das ist die alte Dame, die wir kennengelernt haben in der letzten Folge. Ganz zuletzt. Ich hoffe, wir sehen die bald wieder. Interessant. Die gute Oma Sina. Ja, mal sehen, wann wir sie wiedersehen.
Ja, und hi, dich wollte ich eigentlich nicht so schnell wiedersehen. Komm her! Hörst du? Komm! Das. Komm, aufgeladener Schlag! Nee. Lieber einen normalen Schlag machen. Der macht uns sonst so fertig hier. So, zack. Hier nimm die Axt. Nee. Hilfe. Bam. Bam. Ne, das. Jawohl. Roboter Rübel ist weg. Sehr schön. Autsch, die haben mir gerade ordentlich wehgetan hier. Ich hau mir mal Heilung rein, oder? Ja, ist vielleicht besser. Ist vielleicht besser so. Nicht, dass wir dann jetzt noch drauf gehen. Kann ich hier rein? Ne, das ist dicht. Aber hier Scheiße, müssen wir warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurzschließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP-erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Sollten wir das schaffen. Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Soldat. Oh. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Geht's gut. Wie viele Finger? Vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ja, verdammt. Pinzette. Ja, ja. Her damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lange? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Larissa! Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strahl! Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Meine Güte, das war heftig. Das war wirklich heftig.
Gut. Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben's eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlosserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Vergesst nicht, am Ende dieser Schicht die Resultate eurer Experimentdaten zu speichern und euren Arbeitsplatz aufzuräumen. Ah, okay, verstehe. Gut, noch einmal neu rangehen ganz kurz hier. Los geht's. So, geschafft. Es hat funktioniert. Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst! Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier, ich mag es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Näher, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr, ja. Herrlich. Ich weine gleich. Ich glaube, ich weine. So, dann nehmen wir das hier. Moment, was nehmen wir denn hier? Ja, nehmen wir einfach das. Oder? Ich glaube, was anderes geht gar nicht. Ja, komm, nehmen wir das. So. Verbesserung ist ausgewählt. Aber ich kann noch viel mehr.
Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Meine Güte, sie ist ein Roboter. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Dass wir so einen verrückten Roboter-Verbesserungsschrank hier haben im Spiel. Also meine Güte. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da einfach runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Alles klar, was haben wir denn hier? Haben wir Überwachungskameras? Gut. Moment, ich muss mal was probieren von hier aus. Hat das geklappt? Ich hoffe es mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich vorne dort aufpassen. Hallo, ist hier jemand in der Toilette? Ich hoffe nicht. Die Resultate von Genanalysen sind inoffiziell und werden nicht als gültige Dokumente anerkannt. 10% aller Fälle erfordern eine Nachricht. So, kann ich da jetzt draufhauen, das endgültig kaputt machen? Ja. So, sehr schön. Du gehst einmal hier runter. Plopp. Wo ist denn dieser eine Roboter hin? Der muss dort vorne um die Kurve gegangen sein, oder? Ja, ganz bestimmt. Oder ist er hier drin? Kann ich die Scheibe kaputt machen? Nee. Irgendwie finde ich es gerade echt extrem unheimlich, ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht mit daran, weil diese Roboter sind so sehr still, ja? Die tauchen plötzlich vor einem auf. Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Ja, nur was der Roboter. Ah ja, da. Da ist er. Ja, erstmal heilen kurz, lieber davor. Danke fürs Warten, mein Lieber. Nimm das. Bäm, komm. Alter. Also wenn ich diesen Move sehe, ich fühle mich wirklich halt hier so ein bisschen, als ob ich jetzt nicht nur das Eile, sondern jetzt auch dein Gleit spiele. Weil so einen Move gab es ja damals auch. Hey, Chuck. Charles. Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Sache rauskommt? Der Ruf der Sowjetunion würde leiden. Sowjetische Roboter gelten auf der ganzen Welt als absolut sicher und zuverlässig. Sind sie auch? Natürlich sind sie es. Deshalb trifft Petrovs Verrat das Herz des Mutterlands. Er ist seinem eigenen Land in den Rücken gefallen und will, dass die ganze Welt aufhört, unsere Roboter zu benutzen. Dieser Mistkerl. So, was gibt's denn hier noch? Hier ist wieder so ein Dokument und so.
gehen wir hier weiter. Halt! So, und ich freue ich mich einmal ganz kurz. Zack. Und aufhauen. Nur wenn ich so am Überlegen bin, wäre es nicht sogar eigentlich cleverer an manchen Stellen sich einfach entdecken lassen? Also, dass ich jetzt einfach in die Kamera reinrenne, dass die mich dann entdeckt und dann in ihre Verstärkung kommt für Roboter. Das wäre doch eigentlich clever, so um an Teile ranzukommen. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Weil dann müsste ich nur in die Kamera reinlaufen, dann ruft die Verstärkung. Dann kümmere ich mich um die Verstärkung und habe noch mehr Teile. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt laufe ich mal ganz kurz hier lang. Noch einmal. Aber hier habe ich, glaube ich, auch schon alles. Gut, dann springe ich jetzt dort hinten ins Loch. Komm, einmal hier runter. So, sehr schön. Können wir hier hinten lang, oder? Nee. Hier hoch noch einmal eine Runde flitzen. Zack. Okay, weil ich habe mich ein bisschen verirrt. Wie viel Zeit und Mühe wird es kosten, all das wieder in Stand zu setzen? Ja, das ist ein trauriger Anblick. Aber die Roboter werden den Schaden schnell beheben können. Ich habe so meine Zweifel, dass irgendwer nach all dem noch was mit Robotern zu tun haben will. Ach, hier ist unsere Freundin wieder. Ich will mal kurz weiter rangehen. So. Arsenalverbesserung. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Was gibt's denn hier so? Charakter. Ich denke, dort kann man doch bestimmt sowas verbessern wie Gesundheit und so. Wenn ich das hier so sehe, gibt viele interessante Sachen. Ach, was haben wir denn hier? Das hier ist doch bestimmt was mit mehr Gesundheit. Das möchte ich gerne haben. Das Zeug hier. Aber unsere Punkte reichen noch nicht. Das ist natürlich schade. So, und hier haben wir jetzt unsere Flinte, alles klar. Jetzt muss ich einmal gucken, dass wir hinten hinkommen zu dem Aufzug. Ach, da geht's hier lang. Alles klar. Und ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, die Flinte gleich mal auszutesten. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja, selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Ja. Charles? Ja. Magst du Kekse? Hä? Also, ich mag auch Kekse. Genossen, Experimentdaten müssen. Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Okay, alles klar. Gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich sehe schon, was ich hier machen muss. Hier so eine Verbindung. Ich muss hier entlang gehen. Na, Moment. Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Nee, ich bin ja schon dabei. Ich will aber erstmal ein bisschen was dran rumprobieren hier. Aber das, was ich probiere, klappt irgendwie nicht so. Man kann die Dinger nicht rein, weil ich auch so nach oben drehen, oder? Nee, machen wir das mal ganz kurz. Ja, so. Der Strom ist wieder an. Gehen wir zurück. Und jetzt klappt's ja. Gut. Jetzt ist überall der Strom an. Oh, ich höre da was. Und? Welcher? Ich vermute, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den Lex. Hoffentlich war das der Richtige. Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst.
Okay, und das war auf jeden Fall der richtige Aufzug, den ich jetzt hier genommen habe. Hätte ich den anderen genommen, wäre ich hier runtergefallen fast. Dann wäre ich dort an dem Abgrund gelandet. Ja, und ich habe mir gerade leider nicht mit Absicht Heilung genommen. Das war eigentlich so nicht gedacht. So war hey, Charles! Charles! Wie auch immer. Wie ist Petrov eigentlich entkommen? Hier gibt es mehr Soldaten als Zivilisten. Einige Leute glauben, dass Petrov Hilfe hatte. Er ist also nicht allein. Aber du hast doch gesagt, dass seine Partner eliminiert wurden. Wen gibt es sonst noch? Diese Information liegt noch nicht vor. Es gibt nur Spekulationen, keine Fakten. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Und irgendwie mag ich unseren Hauptprotagonisten hier. Also unsere Spielfigur feiere ich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wir erinnern alle Mitarbeiter daran, dass sie ihre Arbeit nicht mit Familienmitgliedern und Freunden bezwecken dürfen. Vielleicht liegt es auch noch mit daran, an seinem Aussehen. Denn ich will ehrlich sein, wo ich ihn gesehen habe, schon auf der Hölle. Die Frisur und der Bart, das ist eindeutig meine Frisur und mein Bart-Style. Ich glaube, das bin ich. Fehlt nur noch, dass die Spielfigur hier Nico heißt. Da steht fest. Das bin ich. Hundertprozentig. Nee, aber Spaß am Rande. Die Sprüche und so feiere ich extrem von der Figur. Ich mag ihn einfach. Sympathischer Bursche. So, jetzt gehen wir hier hinten lang. Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Alter, ich dachte gerade, der hier steht auf. Und ich fühle mich bei denen hier nicht wohl. Ich hau lieber mal drauf. Dann fühle ich mich besser. Und ich merke schon, hier gibt es viel wieder, was wir durchsuchen können. Weil diese Räume sind so gigantisch. Aber ich glaube, hier müssen wir gar nicht nochmal viel durchsuchen, weil hier sind wir ja vorhin schon mal lang gelaufen. Hier gibt es schon nochmal eine kleine Sache. So, sehr schön. Ah, jetzt einmal hier oben ran. So. Was haben wir hier? Setze Schock gegen Gegner ein, um sie außer Gefecht zu setzen. Okay. Gut, testen wir jetzt mal. Ja, nur muss der Schock erstmal wieder aufladen. Ja, hi. Ich grüße Sie. Komm. Mach mal den Hieb. Jawohl. Und da hinten wartet noch mal einer auf uns. Hey, schon wieder so ein Raum, wo man speichern kann. Gut, machen wir nochmal. Und ich denke, wir rüsten mal die Schrotflinte aus. Ich will mich jetzt auch meinen Gegner damit wegmachen. Aber dazu muss ich sagen, ich denke, wir nutzen die Schrotflinte lieber erstmal etwas sparsam, denn ich weiß noch nicht, ob in diesem Spiel die Munition selten ist. Also, ob wir dann auch oft Munition finden und... Ich habe auch schon gelesen worden, ja, wir können die auch herstellen, die Munition. Ja, allerdings weiß ich nicht, brauchen wir da viele Materialien? Kostet das viele Materialien? Müssen wir alles erstmal nachschauen. Weil ich denke, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, nehme ich meine Materialien lieber für eine Verbesserung oder für Munition, dann würde ich eher sagen für, ja, eine Verbesserung, statt als wie für Munition. Deswegen denke ich, gehen wir sparsam damit erstmal um. Nahkampfsystem macht ja eh Bock. Nur werde ich, denke ich, diesen Rundumhieb zunächst mal noch austauschen. Ich feiere ihn zwar, ja. Der erinnert mich stark, wie auch schon mal erwähnt, an Dying Light. Aber irgendwie, da ist er, finde ich, effektiver bei Zombies, wenn der ganze Horde um dich drumherum ist. Bei den Robotern kann ich noch nicht ganz so sagen. Wer müsste dann eine ganze Gruppe mal da sein, aber ich weiß nicht, wie ich es da finden soll.
glaube, so ein einzelner starker Schlag gefällt mir da besser. Aber dazu muss ich doch sagen, ich weiß noch nicht, was so an zukünftigen Gegnern noch kommt. Ja? Weil ist dann dieser Hieb da doch nicht schlecht. Aber so, wenn ich den hier so hier mache, bei Gegnern habe ich irgendwie das Gefühl, ja, vielleicht während ich diese Re-Attacke mache, werde ich von anderen getroffen oder so. Ja? Da fühle ich mich irgendwie nicht so sicher. Während dieser Aktion hier. So. Aber nicht gut, wir machen jetzt erstmal so weiter oder wollen wir nochmal ganz kurz gucken bei den Verbesserungen? Einen kleinen Blick? Ja, können wir nochmal einen kleinen Blick dort reinmachen. Autorisierung. Major Nechayev, Code. So, was haben wir hier? Bauplan erforderlich. Hier ist die Schrotflinte. Hier ist die Axt. Verbesserungen? So, hier haben wir diesen vernichtenden Hieb, den wir da jetzt haben. Nee, wir haben den Rundumschlag jetzt gerade. So, jetzt muss ich mal was gucken hier. Der starke Hieb, denke ich, gefällt mir besser. Ja. So, und das einmal noch verbessern. So, sehr schön. Oder was gibt es denn da noch bei den restlichen Stufen hier später noch? Bei dieser Drehattacke. Wäre vielleicht doch nicht schlecht, das dann später wieder zu nehmen. Mal sehen. Ja, ich habe das jetzt immerhin ja erstmal verbessert so. Und wenn ich das hier so lese, das hört sich echt nicht schlecht an. Dass es dann sogar Gesundheit wiederherstellt. Wenn ich einen Gegner dann ausschalte mit dieser speziellen Attacke. Die Verbesserung hört sich wirklich gut an. Gut, jetzt gehen wir mal rüber zur Schrotflinte. Was gibt's denn da noch? Ach, gibt so viele geile Sachen eigentlich hier. Wenn ich hier so gucke. Ja, aber wir sind erstmal sparsam. Ja? Wir gehen erstmal sparsam mit den Ressourcen um. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ja, hier dieser starke Schlag. Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Wohin? Petrov ist aus der Kältewerkstatt von Wawilow geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich dahin? Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dieser starke Schlag, der gefällt mir irgendwie viel besser. Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dahin kommen wir mit dieser Seite an. So, jetzt gucken wir mal hier lang. Oh. Muss man aber gut aufpassen. Dingern will ich nicht erwischt werden. Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Gibt's hier vorne noch was? 100 Pro, oder? Ja. Umschauen lohnt sich. Daran sieht man wieder mal. So. Und jetzt machen wir hier lang. Los, einmal hier rein. Und einmal ein bisschen hier lang tauchen. Irgendwie ist das toll. Also wirklich, ich feiere Stand jetzt dieses Game richtig. Also gefällt mir wirklich gut gerade.
Ich könnte wirklich gerade Stunden hier verbringen in diesem Spiel, bin ich ganz ehrlich. So fühle ich mich gerade. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Stationsvorsteher. So ein Witz. Was war das? Ich möchte gerne erstmal hier hochschauen. Gibt's hier was? Sieht nicht danach aus. Oder nochmal hingucken. Ich werde wirklich überhaupt nichts übrig lassen. Und ich will alles schön mitnehmen. Hier könnte man vielleicht auch mal probieren rüber zu hüpfen. Obwohl, ich glaube, das würde ich nicht verstehen. So weit können wir nun unbedingt auch nicht springen hier in dem Spiel. Da ist er. Sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber ohne Schaltplan läuft die nicht! Steckt fest! Ohne Plan geht nichts voran! Oh, ach du Scheiße, eine sprechende Leiche! Moment. Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Wir haben die Magnettür zum Seilbahntunnel verschlossen. Doch ich weiß nicht, wie lange wir den Roboter im Komplex halten. Nein, oder hat sich der Busch da gerade bewegt? Niemand! Tod sein ist leicht. So, jetzt kommen wir hier ran. Zack, 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 zack. So, das haben wir. Hoffentlich funktioniert es. Tut mir leid, keine Fahrkarte. 9, 8, 7, 6, 8. Ach, im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Ich hab doch gewusst, das wird... Oh. Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht. Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Alter. Das war wieder so ein heftiger Kampf. Lass uns noch weiter gucken hier. Ja,
einmal das ganz kurz weg. Push. Und einmal hier unten lang fahren. Gibt es hier noch was zum Mitnehmen? Sieht aber nicht so aus. Gut, dann einmal hier hoch wieder. Und dann springen wir jetzt nach oben gleich mal auf diese eine Plattform, wenn ich das mal. Komm. Anlauf und. Nee, noch nicht. Gehen wir hier ran. Hier geht das auch gut. So. Alles klar, jetzt einmal hier rüber. Und hier aus einmal an die Röhre. Und einmal hier rüber. Sehr schön. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Wow. Sich in unglaublichem Tempo, selbst in die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Oh nein, bleib liegen. Komm, weg mit dem. Alter. Hilfe! Schnell heilen. Nimm das! Komm! Oh, nimm das! Geht doch nicht. Das ganze gar nicht. Gut, du hast es so gewollt. Hier hast du eine Ladung Schrot. Alter, er tänzelt. Aber das Tänzeln hat ihm jetzt zum Glück nicht viel gebracht. So, jetzt will ich, dass wir hier in diesen Raum reinschauen. Nur mal was austesten. Geht das so hier? Nee. War ja mal ein Versuch wert. So. Hier kommen wir rein. So, hier einmal alles wieder durchsuchen. Wir brauchen dringend neue Heil-Items. So viel steht fest. Wir brauchen jede Menge Heilung. Was für eine Ironie! Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie! Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt! Ein Jammer! Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich! Ich war hier Burav-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. Warum ist Ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gebirgszüge, kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war.
Und das alles nur dank meiner Duravs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Wir haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Gut, dann gehe ich mal weiter. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte das einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Ja, das war definitiv sicher. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. So, dann sind wir endlich da. Nehme ich hier erstmal wieder das ganze Zeug mit. Ah, so ein Raum wieder. Okay, so ein Räumchen haben wir uns definitiv auch wieder verdient. Speicher. Bauplan Fuchs, okay. Interessant. Ja, was höre ich denn da? Oh, eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Oh doch, genau dieser Kühlschrank kommt da jetzt wieder. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritz dein Polymer in... Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja, ja, schlag mich, Meister. Ich liebe dominante Kerle. Oh, ist ja widerlich. Verteidigungssystem ist aktiv. Das tat weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wär's das gewesen. Wir müssen hier weg. Die Roboterin umzukommandieren, fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer Mobilfunkquelle namens Herzer weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch. Nein, lass los!
Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Ja, das war natürlich nicht gut, wenn er uns entkommen würde. Aber hey, ich würde sagen, wir jagen ihn dann auch zu der nächsten Folge. Und hier machen wir jetzt erstmal Schluss, Leute. Lasst gerne ein Däumchen da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.